What's up, Docs and Doris? Ich bin Firmino und ja, eigentlich sollten wir ja heute was lernen über das Thema Ranking, beziehungsweise wollte ich euch ein Ranking vorstellen. Die Top 5 der besten Looney Tunes-Serien und die Top 5 der schlechtesten Looney Tunes-Serien in meinen Augen. Allerdings hatte ich Probleme dabei, vor allem schlechte Serien zu finden. Ich hatte ja eigentlich ein Ranking mir vorbereitet mit Lunatic Unleashed ganz weit unten. Jetzt auf einmal habe ich mir die Serie angeguckt und finde sie gar nicht mehr so schlecht. Ich finde sie wirklich nicht mehr so schlecht. Genau, und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen, euch mal meine Top 3 Lieblingsserien von den Looney Tunes vorzustellen und danach euch ein bisschen über Lunatic Unleashed zu erklären. Was das eigentlich voll krass ist. Let's go. Kommen wir zu Platz 3. Auf Platz 3 von meinen Lieblings-Looney Tunes-Serien ist Tiny Toons Adventure oder Tiny Toons Abenteuer. Eine Serie, die als Spin-off der Looney Tunes galt, soweit ich weiß, oder gilt, weil die Looney Tunes darin vorkommen, allerdings Teenie-Schüleralter-Charaktere mitspielen, die angelehnt sind an die originalen Looney Tunes und auch von denen unterrichtet werden an der Acme University. Dort lernen, wie man ein Warner Brothers Cartoon-Charakter wird und lustig ist und diese ganzen Sachen wie man bekommt was auf den Kopf und überlebt das alles und halt die Leute entertaint. Darum geht es in der Serie und ich feiere diese Serie. Hat mir damals mega viel Spaß gemacht, als ich sie entdeckt habe, das anzugucken. Ist also eine Serie, die ich sehr gerne schaue. Platz 2. Wo gehst du hin? Auf Platz 2 haben wir Animaniacs. Als ich damals angefangen habe, Animaniacs zu gucken, muss ich wirklich sagen, da war es für mich so, kann ich nicht viel mit anfangen. Irgendwann habe ich dem Ganzen nochmal eine Chance gegeben und habe dann gemerkt, hey, es macht eigentlich mega Spaß, wie die drei unterwegs sind, wenn sie sich mit jemandem anlegen. Es ist mega, es ist richtig Bugs Bunny Style und es macht einfach mega Spaß, Animaniacs zu gucken. Ja. Platz 1. Auf Platz 1 ist aber eine Looney Tunes Original Serie für mich. Und zwar die Looney Tunes Show. Klar, die Looney Tunes Cartoons gehören da auch irgendwo auch noch in dem Ranking mit rein, aber die Looney Tunes Show ist einfach mega. Denn wir haben bei der Looney Tunes Show zwei Staffeln und die sind eigentlich aufgebaut wie eine Sitcom. Nur ohne diese Lacher im Hintergrund. Da lebt Bugs in einer Wohnung in der Stadt und dafür ist sein Untermieter und macht ziemlich viel Blödsinn. Ist ein Charakter, wo man manchmal wirklich denkt, Alter, was ist los mit dir? Und ja, dann gibt es da die Nachbarn, wie zum Beispiel Granny mit Sylvester und Tweety oder Yosemite Sam wohnt auch noch in der Nachbarschaft. Und dann erleben die da halt Abenteuer. Auch zum Beispiel in ihrer Stammbar bei How I Met Your Mother wäre es zum Beispiel die Stammkneipe gewesen. Bei den Looney Tunes ist es Pizzeria, also eine Pizzeria, in der sie gerne essen. Und dann kommt auch noch der gute oder beste Freund Dicky, also Schweinchen Dick dazu. Ich glaube sogar in der Serie hat es angefangen, dass man ihn Dicky genannt hat. Das ist für mich immer noch meine Lieblingsserie der Looney Tunes. Jetzt folgt ein Special über Lunatic Unleashed. Ich laufe mal so rum, sehr professionell in einem Video. Lunatic Unleashed. Ja, diese Serie ist nie in Deutschland erschienen, also sie gibt es nicht auf Deutsch, hatte glaube ich auch zwei Staffeln und tut sich komplett abheben von dem, was man bisher so kennt. Es war die Zeit, in der, ja, so Sachen, ich kann mit denen nichts anfangen, aber diese ganzen Mons-Serien. Und das war ja ein bisschen anderer Stil und auch actiongeladener oder auch Batman Animated Series wahrscheinlich gehört da noch mit rein. Als die alle angefangen haben, hat man sich von dem Stil her mit diesem actiongeladenen Cartoons-Zeug einfach gesagt, man möchte da mal was auch mit Loonies produzieren. Und da kam dann Lunatic Unleashed raus. Da gibt es dann statt Bugs Bunny gibt es Ace Bunny. Statt Lola Bunny Lexi Bunny. Und statt Daffy Duck Danger Duck. Dann gibt es noch statt Taz Slam Tasmanian. Dann gibt es noch Rovi oder Ravi Runner, also Roadrunner. Und Tech E Coyote statt Wile E Coyote. In der Serie geht es dann tatsächlich darum, dass die in Ag-Metropolis leben und diese Stadt vor Bösewichten beschützt. Ein lustiges Ding, was man da zum Beispiel mitbekommt, ist, dass der Roadrunner
Hero, also die Superheldenversion vom Roadrunner, immer viel schneller redet als alle anderen, weil das ist einfach so, das ist halt sein Ding. Er kann dann Sachen sagen und redet viel schneller, weil er läuft ja auch viel schneller. Und ihr merkt, ich mach's gerade auch. Ich habe jetzt 2 Folgen gesehen und muss tatsächlich sagen, es ist nicht so schlecht. Ich habe nämlich auch Kritiken gelesen und dachte, hieß es auch oft, ey, ja, Lunatic Unleashed kannst du sonst wohin kloppen. Ist einfach Bullshit, ist Blödsinn, braucht man nicht. Dann kam irgendwann jemand und hat gesagt, hey, Lunatic Unleashed ist doch eigentlich nur, würde ich jetzt mal in meinen Worten vielleicht noch sagen, so an die Zeit angepasst. Und soll dann eben noch implementieren, dass man, wenn man der Serie mal die eine Chance gibt, indem man sich mal 4, 5, 6, 7 Folgen anguckt, dann wird die ganz annehmbar. Und ich habe es tatsächlich, die erste Folge hat mich gecatcht. Die war echt gut. Und deswegen habe ich auch gesagt, das ist gut, das schaue ich mir doch gerne an. Und deswegen Lunatic Unleashed. Also ich werde da noch mal ein bisschen genauer irgendwann drüber reden und die Serie jetzt doch nicht mehr links liegen lassen, weil Lunatic Unleashed gehört nun doch irgendwie doch zum Looniverse. Krass. Da reden wir doch noch mal in Ruhe drüber. Ich wollte euch eigentlich nur das Ranking machen, das haben wir ja ausgemacht, ne? Nach meiner Umfrage auf Instagram. Und dann habe ich gedacht, aber Lunatic Unleashed, da muss ich jetzt noch was sagen, bevor ich den so unrecht tue und die einfach auf den letzten Platz setze. Apropos letzter Platz, beziehungsweise die letzten Sekunden, ne? That's all, folks. Das war's für heute. Das war die letzten Sekunden. Das waren die letzten Sekunden. Mann, Deutsch, Hilfe!